Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Lufia, Aufnahmeversuch Nummer 2, nachdem mir bei der letzten Aufnahme mitten im Spiel leider mein Emulator abgeschmiert bzw. eingefroren ist und ich bis dahin nur einmal gespeichert hatte und danach auch komplett den Faden verloren hatte, versuche ich es jetzt einfach noch einmal von dem Stand von, och, wie lange ist es her, viel zu lange, 4, 5 Monaten, glaube ich, als wir uns das letzte Mal in der Welt von Lufia herumgetrieben haben. Ich war aber in der Zeit, in der ich nicht für euch aufgenommen habe, nicht gerade faul. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, Level 6. Wir befanden uns da gerade in der Seehöhle. Und ich bin leider Gottes gestorben von fiesen Seehöhlenadlern oder wie auch immer diese Monster hießen, getötet worden. Und habe dann gesagt, ich werde ein bisschen leveln und Geld farmen und genau das habe ich gemacht. Wenn ich jetzt nur noch herausfinde, wie man das Inventar... Ah, hier ging es. Wir befinden uns nun auf einer glorreichen Stufe, Ebene, einem glorreichen Level von 10. Letztes Mal waren wir, glaube ich, auf Level 6. Also ihr seht schon, ich war sehr, sehr fleißig. Habe auch sehr, sehr viel Geld in der Seehöhle verdient. Davon erstmal natürlich einige Kraftwasser gekauft, einiges gut, 60 Stück besitzen wir, 20 Gegengifte, 4 Lebensnektar und der Rest ist eigentlich nicht erwähnenswert. Zauber habe ich uns auch komplett mit eingedeckt, also ich habe mir gerade eben nochmal ganz kurz die alten Videos angesehen. Damals hatten wir, glaube ich, nur den Ursprungszauber und den Zauberstab, Dark, mit dem wir uns heilen können. Nun besitzen wir auch Serum, Narkose und Tropfen. Wenn ich jetzt noch herausfinde, wie ich... Nein, das war falsch. Nein, das auch nicht. Kann ich überhaupt Informationen zu den Zaubern? Anscheinend nicht. Jedenfalls glaube ich zumindest, dass Serum Vergiftungen heilt, Narkose den Gegner einschläfern lässt und Tropfen eine... Ein Wasserzauber ist, der einem Gegner Schaden zufügt. Könnte mich auch irren, das werden wir zu entsprechenden Zeitpunkten mal ausprobieren. Außerdem, und während ich das erzähle, begebe ich mich schon mal zurück in den Dungeon. Da es was mit dem Dungeon zu tun hat, habe ich das Rätsel, an dem ich im letzten Video festhing, gelöst. Und zwar ganz selbstständig, ohne die Hilfe meiner Zuschauer, auch wenn mir ein pfiffiger, schlauer Zuschauer in den Kommentaren helfen wollte, hat wohl die Videobeschreibung nicht gelesen, habe ich es vorher schon gelöst gehabt, ganz alleine, nur ich und mein super hochentwickeltes Hirn sind hinter des Rätsels Lösung gekommen und ich zeige euch das einfach nochmal. Auch wenn es das Video jetzt eigentlich nur streckt, aber das ist ja vollkommen egal. Also, hier in diesem Raum müssen wir zunächst alle Monster niederstrecken, was mit unserer Stufe nun kein Problem mehr ist, wie ihr seht. Ja, die Adler stellen auch keinerlei Gefahr mehr dar. 8 Schaden, das ist ja geradezu putzig. Ich zeig euch, wie man richtig Schaden austeilt. Zunächst einmal solltet ihr euch ein Schwert und eine Eisenrüstung besorgen, liebe Adler. Und dann können wir weiterreden. Also der Frosch rennt jetzt leider von mir weg. Nein, halt! Okay. Frosch und Moskito sind auch kein Problem. 77 Schaden. 26 Schaden. Und warum wir an diesem Moskito einen so deutlich höheren Schadenswert verursacht haben, hat einen bestimmten Grund, den ich euch aber gleich nach diesem Rätsel erklären werde. Also, das Rätselslösung ist, die Monster dort oben mit unserem Pfeil in der Reihenfolge abzuschießen, in der wir sie auch in diesem Raum erledigt haben. Und das war zuerst der Käfer, danach der Adler und zum Schluss der Frosch. So einfach ist das. Naja, aber man kommt nicht immer sofort drauf, vor allen Dingen nicht, wenn man Let's Play, denn dann konzentriere ich mich eher aufs Kommentieren als aufs Rätselieren. Ich habe jetzt ein vergleichbares Wort mit Lieren gesucht, gibt es aber glaube ich nicht. Ja. Hier finden wir dann eine
leere Kiste. Das heißt, dieses Rätsel ist komplett sinnlos. Nein, natürlich nicht. Die Kiste war gefüllt und zwar mit einem wundervollen Ausrüstungsgegenstand. Wo finde ich meine Ausrüstung? Ah, da. Und zwar dem Krabbeltöter. Kann ich da irgendwie? Nein, nein. Muss ich vielleicht das ablegen? Nein. Okay, ich weiß nicht, wie man die Informationen abruft. Ich bin dämlich, tut mir leid. Jedenfalls, der Krabbeltöter verursacht zusätzlichen Schaden an Käfermonstern, wie es zum Beispiel dieser Hadeskäfer ist. Wer hätte es gedacht? Und deshalb sind unsere Schadenszahlen dementsprechend höher, wenn wir mit unserem Schwert ein paar Käfer meucheln. Außerdem hat dieses Schwert natürlich auch eine Zorntechnik, die ich euch, ja gut, kann ich euch jetzt zeigen, an diesen zwei Käfern. Ich weiß nicht, ob die Technik auch mehr Schaden an Käfer macht, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es der Bomber, hat nichts mit Final Fantasy zu tun, ist einfach nur eine sehr gute, mittelmäßig starke, also doch nur gut, nicht sehr gut, man müsste es ja nicht gleich übertreiben. Was wollte ich gerade sagen? Faden verloren. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Eine AOE-Attacke, also Area. Nee, Effekt on. Es macht Schaden an mehreren Gegnern. Genau das. Mein Gott, bin ich ein guter Let's Player. Gut, jetzt wollen wir aber endlich in diesen Dungeon voranschreiten. Das habe ich im Offplay natürlich nicht gemacht. Ich glaube aber, wir waren hier schon mal. Ja, ich kann mich daran erinnern, hier unten sind wir dann, glaube ich, getötet worden. Was gab es dort unten denn? Also ich weiß, wir mussten von oben auf diesen Schalter drauf fallen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich mich zuerst hier unten umgucken möchte. Ach Quatsch, ich war hier ja schon. Haha, ich Idiot. Ich habe das ja schon mal aufgenommen. Nein, nein, ich muss es retuschieren. Also ich war hier noch nie und ich weiß auch nicht, dass hier ein Speicherpunkt drin ist. Das war's. Nur geraten und diesen Level 11 Spielstand, den habe ich auch nicht gemacht. Der ist vom Lastwagen gefallen. Genau, wir mussten von oben auf den Schalter hier springen, um dort unten die Tür zu öffnen. Dort ging es aber, glaube ich, also ich merke mir auch nicht alles, was ich so in fehlgeschlagenen Aufnahmen geleistet habe. Ja, dort geht es dann, glaube ich, weiter. Das heißt, wir schauen uns erstmal hier um. Wie ging das? Ach ja, genau, hier sind, glaube ich, waren es drei? Ja, es waren drei Schalter. Und je nachdem, auf welche Schalter ich diese Säulen schiebe, öffnet sich jeweils eine andere Tür. Deutsch ist echt eine komplizierte Sache. Gehen wir erstmal unten lang. Hier gab es, was muss ich denn hier nochmal tun? Erstmal den Vogel töten. Der irritiert mich sonst nur. Ist ja kein Problem. So, ich glaube, diese Steine konnte man, ja, die konnte man verschieben. Ich glaube, ich habe sie einfach... Oh, nee! Nee, hä? Ah, da war einfach nur eine Treppe. Ich dachte, ich hätte die Steine letztes Mal... Warum sind den anderen wirklich nichts? Nö, ich meinte, ich hätte sie letztes Mal auf die Ecken vom Teppich ge... Ist ja egal. Hier geht es weiter. So, was war... Ach, das war... Ja, ein Dreieck, dessen Spitze nach oben weist, birgt die Lösung. Oh, das habe ich auch beim letzten Mal sehr schnell gelöst. Ist ja auch höchst kompliziert. So. Eine Runde Tetris gespielt und dann geht es weiter. Und hier finden wir... Ja, was finden wir da eigentlich? Ja, einen Schlüssel. Nicht das Meisterschwert, nicht den Boomerang, nicht den Enterhaken. Einfach nur einen Schlüssel. Und ich wusste überhaupt nicht, dass das funktioniert. Da kam jetzt gerade bloß der Innenausstatter in mir zum Vorschein. Das habe ich letztes Mal gar nicht ausprobiert. Da! Ein Glück ist die Aufnahme fehlgeschlagen, denn sonst hätte ich ja dieses lustige... das Spiel gleich um 10-mal besser machende Gimmick nie entdeckt. So, jetzt geht es hier rechts weiter. Was gab es hier? Ich weiß es nicht mehr. Ein Frosch. Bleib da, Frosch. Ich möchte meine Macht demonstrieren. Damn. Keinerlei Herausforderung. Wie weit habe ich das letzte Mal gespielt? Nicht sonderlich weit. Also, mit der Seehöhle war ich durch. Und kurz darauf, ich glaube, ich war sogar gerade auf dem Weg nach draußen, also auf dem Weg, um zu speichern. Und ja, dort ist dann die
Aufnahme abgesemmelt. Sehr schön. Halt, ich muss ja noch dieses Schild lesen. Hinter dieser Tür liegt der Weg in dein Martyrium. Und dieser Raum, liebe Freunde, das habe ich auch schon das letzte Mal gesagt, in der letzten Aufnahme, die ihr ja nie zu sehen bekommt. Dieser Raum erinnert mich sehr stark an ein gewisses RPG-Maker-Spiel, das von einem Meister in Sachen RPG-Makern erstellt wurde. Ein Spiel, welches so unglaublich aufwendig und mit Spielspaß gespickt ist, dass es wahrscheinlich jeder von euch schon mal gespielt hat und danach jedes andere RPG-Maker-Spiel für grottenschlecht empfunden hat. Ich glaube, jeder von euch weiß, von welchem Spiel ich rede. Wenn nicht, dann schämt euch aber in Grund und Boden und verschwindet von meinem Channel. Denn dann seid ihr einfach nicht würdig, meine Videos zu schauen. Genau, das seid ihr nicht. So, wir sollten jetzt auch langsam fertig sein. Der Raum, der diesem Raum hier ähnelt, war natürlich viel besser programmiert, gemappt als dieser Raum hier. Man konnte auch überhaupt nicht an der Hälfte der Gegner vorbeilaufen. Nein. Sowas würde in diesem Spiel niemals geschehen, denn es wurde in einer unglaublich langen Zeitspanne von Freitagabend bis Sonntagnachmittag entwickelt. Und deshalb sind natürlich alle Fehler ausgemerzt worden. So, dort hinten ist, wie ihr seht, noch eine zweite Kiste und wie wir an die herankommen, weiß ich. Das habe ich auch beim letzten Mal relativ fix herausgefunden, ist ja auch gar nicht offensichtlich, denn diese nicht ganz zwei Dutzend, wir könnten jetzt zählen, aber ich muss ja das Let's Play, das Video, das Spiel nicht unnötig strecken. Ja, gute zwei Dutzend Büsche sind hier natürlich komplett umsonst, einfach nur damit es hübsch aussieht. Oder damit wir hinten in diesen unauffälligen Lernsprechen, Mr. Koshi, Geheimgang gehen können und dort ein Heilsirup finden. Nee. So öffnete man das Inventar. Richtig, richtig. Rüstung und dann den Jaguar-Ring ausrüsten. Erhöht unsere Abwehr und unsere Intelligenz. So. Dam-dam. Hoffentlich bleibt alles so super flüssig, wie es gerade ist. Letztes Mal hat es schon ein bisschen geleckt. Das hätte mir vielleicht zu denken geben müssen. Aber ich dachte mir, pff, ich stehe über diesen Lecks. Und dann, tja, ist das Spiel, wie gesagt, abgesemmelt. Ja. So öffnete man die Kisten. So, Kraftsaft erhöhte, glaube ich, meinen Stärkewert. Dauerhaft. Und das heißt, wir benutzen das gleich. Nein, das war es Kraftwasser. Kraftsaft. La, plus 3 Stärke. Gegen die wollte ich eigentlich gar nicht kämpfen, aber ist ja wurscht. Wir setzen einfach Speedy. Das habe ich noch nicht eingesetzt. Aber ich sehe nicht so gesund aus. Ich setze einfach den Bomber ein. Sicher ist sicher, da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Speedy benutze ich dann später. Wird wahrscheinlich... Ja, was wird denn das erhöhen? Ja, vom Namen her natürlich, meine Geschwindigkeit ist schon klar. Aber was bringt mir das? Ich bin ja sowieso mal zuerst dran. Schade, dass ich es nicht nachlesen kann. Wahrscheinlich kann ich es nachlesen, ich bin einfach zu blöd dafür. So, ich gehe mich nochmal kurz heilen, denn ich glaube, bis zum Boss ist es gar nicht mehr so weit. Geh mir aus dem Weg, Frosch. Ich will nicht. Sonst rennst du auch immer vor mir weg. Okay. Einfach ein bisschen kreischen wie ein Mädchen. Wie ein kleines Mädchen. Mit Zöpfen. Auf einem Dreirad. Dann werde ich trotzdem angegriffen. Okay, jetzt setzen wir noch Speedy ein. Ja, hat mich das jetzt geheilt? Oder wie jetzt? Ist egal. Einfach Bomber.
Oh, ich wurde aufgestuft. Level 11. Und gleich noch gegen den Frosch. Einfach nochmal Bomber. Und ich darf gleich nochmal zurückgehen und mich heilen. Hooray. Ja, ich möchte beim Boss möglichst unbeschadet, unversehrt ankommen. Und nicht, dass der Boss jetzt sonderlich schwierig war. Möchte jetzt natürlich auch nicht spoilern, aber ja. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Bei jedem Wetter. Und auch wenn ich meine Regel habe. Wupp. So, speichern. Ja, lieber hier, ich weiß ja nicht, was passiert. Und dann begeben wir uns durch diese Türe. Seehöhle U3. Wieder Brücken zusammensetzen. So, dann brauchen wir noch dieses Brückenteil, welches wir dort hinunterwerfen. Dann lassen wir hier das Wasser runter und können uns mit unserem verbleibenden Brückenteilchen hier noch einen kleinen Weg hinüberbahnen. Warum habe ich den Frosch jetzt abgeschossen? Ich wollte doch gegen ihn kämpfen. Denn es ist der letzte Torwächter. Oh mein Gott, er verfolgt mich. Hilfe! Okay. Ja, ist jetzt... Hallo? So, dann hier hin. Scumbag-Frosch! Zur Hölle! ist das peinlich. Fick dich, Frosch! Fick dich! Also, es gibt's doch jetzt wohl nicht. Endlich! Oh mein Gott! Ja, einfach angreifen. Bombe können wir gerade nicht einsetzen. Dieser Frosch hat mich jetzt richtig auflaufen lassen. Das ist wieder dieser Vorführeffekt. So. Wird sich hinter dir dieser Dida-Dudendart... Ach, hör auf zu reden und geh einfach durch. So. Der gefährliche... Wie hieß er noch gleich? Ist egal, ich lese einfach vor. Gut. Doch bis hierhin ist noch nie jemand vorgedrungen. Geh lieber nach Hause, bevor du dich ernsthaft verletzt. Ja, ich habe gerade keinen Kommentar dazu. Bist du für das Erdbeben verantwortlich? Mir war hier so furchtbar langweilig. Ich dachte, wenn ich die Erde beben lasse, wird jemand kommen. Ja, aber ich bin doch jetzt gekommen. Also, hierher. Und... Obwohl, das könnte er auch zweideutig gemeint haben. You naughty little fish. Ja. Deine Erdbeben stören uns, also lass es. Wir wollen nicht dauernd kommen. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst. Aber das glaube ich nicht. Warum? I don't understand. Das ist die Freizeitbeschäftigung eines jeden Fisches. Naturkatastrophen und richtig harte Prügel. So, Tropfen, ja okay. Mein Wasserzauber wird mir nicht großartig helfen. Ach komm, wir greifen ihn einfach normal an. Jetzt hätte ich lesen können, wie er heißt. Mach ich gleich. Megabeben. Zieht megamäßig wenig ab. Nein. Satyrfisch. Satyrfisch. Ja, ein Fisch. Den wir sogleich zu köstlichen Stäbchen verarbeiten werden. Nom, nom, nom. Leider habe ich gerade keinen Ketchup dabei. Aber ein wenig... Nee. Ist ja... Ist ja ein Süßwassersee. Deshalb bringt das mit dem Salz auch nichts. Und ich halt einfach die Fresse und heil mich lieber. Stark! Eine... Achtung, jetzt kommt's. Starke Leistung, nicht wahr? Ich bin so lustig, ich trinke lieber mal was. Oh! Das ging jetzt schnell. Irgendwie schneller als beim letzten Mal. Egal. Jedenfalls trinke ich erstmal was. Eisgekühltes Mineralwasser. Auf das könnte ich bei diesen Temperaturen noch nicht verzichten. Mein Gott.
Jedenfalls erhalte ich 500 Erfahrung, 500 Goldmünzen, wo auch immer der Fisch die her hatte. Wahrscheinlich ist das hier ein Wunsch. Na, okay, Brunnen ist ja dann auch nicht. Ein Wunschsee. Und der Fisch hat einfach die ganzen Münzen gefressen. Und bis zum nächsten Level fehlt uns noch so ein bisschen was, aber auch nicht mehr nennenswert viel. Ja. Autsch, aufhören! Ich gebe auf, es wird keine Erdbeben mehr geben, versprochen. Ich werde im See mal eine Runde schlafen, das wird mir gut tun. Blub, 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 blub. Mein Gott, was für gefährliche Kreaturen uns doch nur hier in diesen Dungeons erwarten. Was war der erste Boss? Ah ja, der Echsenmann, genau. Erst der Echsenmann und jetzt... Jetzt war ich gerade verwirrt. Und jetzt dieser furchtbare Fisch. Okay, er wäre vielleicht eine größere Herausforderung gewesen, hätte ich unseren Protagonisten nicht so dermaßen überpowert, dass wir hier einfach nur noch durchrollen. So. Ich speichere lieber nochmal. Denn dann muss ich diesen Dungeon nicht nur nochmal machen. Zumindest, wenn die Aufnahme bis hierhin geklappt hat und ich nicht irgendwie vergessen habe, irgendeine Tonspur aufzunehmen oder so, muss ich den Dungeon ab jetzt nicht noch ein zweites Mal betreten. Das ist doch gut. Und ab jetzt ist das Spiel auch wieder blind. Okay, ich bin noch bis zum Ausgang gekommen. Ich glaube, auf der Weltkarte ist es dann abgeschmiert. Ja, also... Den Weg bis zum Ausgang kenne ich jetzt noch. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen.